Ich bin Silvia Buckler-Korei. Und wir waren alle hoch erfreut, dass wir eingeladen wurden zu dieser Taufe, dass überhaupt die Taufe eines neuen Zuges stattfand im Namen meines Großvaters. Und dass dabei auch Graubünden in seiner vollen Bedeutung zum Zuge kam. Wirklich. Und ich wusste gar nicht, dass ein Museum neben den Schienen steht und dass hier die Bündnerkultur und die Kultur der Rätischen Bahn gepflegt und erinnert wird. Das hat mich sehr gefreut. Also, was ich gerne noch wissen würde, ist, was halten Sie von diesem Projekt, der Idee des Museums? Was fällt Ihnen da spontan so ein? Was ich vom Wert halte? Von dem Museumsprojekt? Ja. Also ich finde, es ist für die Einheimischen eine Ehre und eine Freude und sie werden jedes Stück in diesem Museum kennen. Und für Touristen, die hier einen Stopover machen, die werden es bestimmt auch ansehen und haben dann eine Ahnung, wie diese Bauten, diese Gerüstbauten, auch die Bauten der Rätischen Bahn mit den Tunnels zustande kamen und welchen Einsatz das gefordert hat. Ich finde das großartig und ich freue mich.